Am Montagvormittag lief die Scott Venture in die Wismarbucht ein. Der Stückgutfrachter fährt unter der Flagge des Vereinigten Königreichs und hat seinen Heimathafen im schottischen Inverness, eine Stadt an der Nordküste Schottlands. Die Scott Venture wurde 2002 gebaut und ist somit 19 Jahre alt. Sie ist knapp 90 Meter lang und hat eine Breite von knapp 14 Metern. Der Tiefgang beläuft sich auf knapp 5 Meter. Maximal kann der Frachter eine Geschwindigkeit von 13 Knoten erreichen. Die Scott Venture kam aus Schweden, genauer gesagt aus Göteborg nach Wismar. Den Hafen in Göteborg hat das Schiff am 2. Mai um ca. 15 Uhr verlassen. 19 Stunden später hat sie dann bei uns im Wismarer Hafen festgemacht. Aktuell sind die Liegeplätze im Wismarer Hafen gut befüllt. Wir sind schon sehr gespannt, wen wir demnächst in unserem Hafenreport begrüßen dürfen.